Die Verwendung von Kondomen hat eine lange Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Es wird angenommen, dass die alten Ägypter welche aus Tierdärmen hergestellt haben, um sich vor Geschlechtskrankheiten zu schützen. Es gibt auch Berichte darüber, dass im alten Rom Kondome aus Tierhäuten hergestellt wurden. Im 16. Jahrhundert begann die Herstellung aus Leder, das mit Öl behandelt wurde, um es flexibler zu machen. Später im 18. Jahrhundert begann man, Kondome aus Kautschuk zu fertigen, der aus dem Saft von Gummibäumen gewonnen wurde. Diese Kondome waren jedoch oft von schlechter Qualität und konnten leicht reißen oder undicht werden. Erst im späten 19. Jahrhundert wurde die Qualität deutlich verbessert, als die Produktion von Kondomen im großen Maßstab mit modernen Herstellungstechniken begann. In den USA wurde der Verkauf erstmals im Jahr 1918 erlaubt, aber es dauerte noch viele Jahre, bis sie in der Gesellschaft akzeptiert wurden und von breiten Bevölkerungsschichten genutzt wurden. In den 1920er Jahren wurden sie auch als Mittel zur Empfängnisverhütung populär. Obwohl die Pille und andere Verhütungsmittel heute beliebter sind, bleiben sie ein wichtiger Bestandteil der sexuellen Gesundheit und werden oft auch als Schutz gegen sexuell übertragbare Krankheiten empfohlen. Heutzutage sind sie aus Latex oder Polyurethan hergestellt und in vielen verschiedenen Größen, Formen, Farben und sogar Geschmacksrichtungen erhältlich. Sie sind einfach zu verwenden und können in den meisten Apotheken, Supermärkten oder Online-Shops erworben werden. Es ist das Kondom. Kondom. Das Kondom.